Hello Tomati und willkommen zum weiteren Video zu Rocket League. Seit vorgestern gibt es eine Menge kostenloser Gegenstände in Rocket League. Unter anderem den titanweißen Battlebus. Und wie man ihn kriegt, habe ich gestern ein Kurzvideo erklärt. Aber nochmal halt in der ganz stumpfen Variante. Geht einfach um Epic Games rein, Rocket League. Dann gibt es einen Punkt, der heißt Add-ons. Klickt ihr den Battlebus an, fertig. Das geht auch, wenn ihr Konsolenspieler seid. Da müsst ihr es halt über die Internetseite machen. Da müsst ihr erst Rocket League zur Bibliothek hinzufügen. Das ist ein Knopf drücken. Und dann Add-ons dazu. Fertig. Relativ simpel. Und ich dachte mir, ich werde mit den Wagen jetzt zwei Spiele machen. Und dann werde ich noch einen Wagen machen mit den Wise Beyond Pack. Denn da gibt es auch einmal hier die Flügel, einmal hier die Reifen und einmal hier ein Banner. Aber dann halt mit den Octane. Weil komischerweise, du kannst nur Battlebus Reifen dran machen. Keine Ahnung wieso. Gehen wir rein, zwei Spiele mit dem Battlebus, dann zwei Spiele mit dem Regenbogen-Auto und bestenfalls gewinne ich alle vier Spiele. Ich habe gestern im Video ja schon okay performt. Vielleicht, oh Gott, ich habe ganz vergessen, wie der Battlebus ist. Das war ja der kleine nervige Toaster. Wäre zufrieden, wenn ich ein Spiel gewinne mit dem Battlebus. Ist aber ein gutes Timing, weil aktuell ist auch in Fortnite eine neue Season gestartet. Ein neues Kapitel gestartet. Auf jeden Fall was Großes ist da neu gestartet. Fortnite-Fans können sich das ja auch mal angucken. Und natürlich, wer sich auch den Aufwand mal angeguckt hat, der darf den gerne drücken. Der Daumen nach oben darf es auch gerne da lassen. Oder meinen Creator-Code Bartosz10 tragen. Noch cooler wäre es natürlich, wenn ich jetzt einfach jedes Spiel gewinne. Und ja, es gab mit dieser Season einen harten Reset. Der wurde aber halt wieder zurückgenommen. Oh. Das heißt, ihr habt denselben Rang jetzt im Grunde, den ihr auch zum Ende letzten Season hattet. Wahrscheinlich ein bisschen niedriger, aber nicht wirklich erwähnenswert. Deswegen, ich habe die Season beendet als Hoch-Champion 1. Und jetzt inzwischen bin ich ja fast auch wieder Hoch-Champion 1. Oh, interessanter Bomb. Ich muss aber sagen, der Battlebus in Painted gefällt mir optisch besser als normal. Ist ein Upgrade. Ist natürlich immer noch ein kleiner, nerviger Toaster, mit dem es schwer ist, überhaupt einen Ball zu treffen. Aber ist ein Upgrade. Ärgerlich, dass wir jetzt ein Gegentor kassieren. Das kommt auch eine Fortnite-Tor-Explosion rein ins Spiel. Habe ich mich gerade gefragt, wie die aussehen würde. Wahrscheinlich irgendwas mit epischer Sieg, oder? Also am leichtesten wäre es doch, im Tor steht mit Schrift epischer Sieg. Also einfach Boom, Explosion und dann Epic Win. Das wäre doch am leichtesten, wenn du eine Fortnite-Tor-Explosion machen willst. Weil ansonsten, Fortnite hat ja so viel popkulturell im Spiel. Ich glaube, da wäre schwer, das Perfekte zu finden. Weil seit dem letzten Update ruckelt es manchmal. Ich scheine einen Teammate zu haben, der fähig ist. Der hat beide Gegner ausgedribbelt. Gut, die Gegner standen noch einfach nur jetzt furchtbar. Weil ich glaube, das gewinnen wir. Dann würde ich ja schon mal 1-0 stehen für den Battlebus. Der groß. Mal weg. Weggebattelt. Den gerammt. Ja, clean, clean, clean. Gegner geben auf. Ich glaube, die sind finished. Gegner geben nicht auf. Okay, die sind trotzdem finished. 4-1, wir sind viel besser. Wenn wir jetzt nicht krass einstürzen, ist das ein Sieg. Ist jetzt die Frage... Nice. Ist mein Teammate so gut oder sind die Gegner so schlecht? Gegner geben auf jeden Fall jetzt auf. GG. Das war fun. Nice moves. Ich schicke meine Einladung. Ich würde gerne... Okay, er geht raus. Übrigens interessant, dass dieser Skin hier, Bubbly, dass der im Shop ist, weil mit den neuen Wagen gibt es einen Glitch und wenn du da Bubbly auswählst, dann sieht der Wagen halt einfach komplett weiß aus. Meint ihr, das ist Zufall, dass Bubbly jetzt genau im Shop ist oder ist das ein bisschen Kalkül? Ich will ja niemandem was unterstellen, aber ich glaube nicht, dass das 100% Zufall ist. Dass genau jetzt der eine Skin im Shop ist, der verbuggt ist und macht das ein Wagen komplett weiß aus. Ich glaube, das ist nicht Zufall. Wenn ich ganz ehrlich bin. Aber ja, der Battlebus übrigens, lass dich nicht täuschen, nur weil es jetzt gut lief, das Game ist Schrott. Battlebus ist wirklich ein kleiner, nerviger Toaster. Den nutzt man mal, wenn man ein bisschen reinrollen will. Aber es ist kein ernstzunehmendes Auto, um zu pushen. Es ist nice to have, den zu haben. Aber lass dich nicht blenden, nur weil wir das erste Game gewonnen haben. Haustor. Gegner hat den Doppelsprung fahren. Hat eine Rückwärtsrolle gemacht. Das ist der Klassiker. Hat er doch, ne? Ja. Vielleicht muss er den Controller austauschen. Oh, wäre ich ein bisschen früher gesprungen, wenn ich ihn weggerammt, das wäre nice gewesen. Das wäre special. Wir hätten ein Glück verstolpert. Beide in der Ecke, let's go. Yes. Wenn ich das gewinne, bin ich, glaube ich, auch Liga 3 wieder. Schade. Doppelschade.
Aber das... Oh Gott. Das kurzfristige Ziel ist natürlich schon, wieder höher zu kommen. Was ich mal positiv erwähnen will, es ist nicht logisch, aber der Wagen fühlt sich extrem schnell an. Wenn man mit dem boostet, das fühlt sich an wie so eine Rakete. Ja, alle auf einen Haufen, gefällt mir. Ich mochte, dass er sich Zeit genommen hat. Dass er nicht direkt geschossen hat, fand ich im Grunde gut. Ja. Oh. Cool. Ich mach's auch noch ein Eigentor. Perfekt. Okay, hat er gehabt. Hätte nicht springen dürfen. Das ist ein Tor wahrscheinlich. Ja, ist ein Tor. Schade, dass er mich nochmal reingerammt hat in den Ball. Okay. Dafür, dass ich mich schnell vorkomme, kriege ich ganz schön wenig Gegner kaputt. Oh Gott. Ja gut, GG. Ja, soviel zum Battle Bus. Oh, das finde ich gar nicht unpassend. Ich weiß nicht mal, was das für ein Skin ist. Keine Ahnung. Passt aber ehrlich gesagt, deswegen nehme ich den. Übrigens mal ein Call. Und zwar, ich werde höchstwahrscheinlich ein Turnier spielen. Und fast gewinnen. In naher Zukunft mit dem Battle Bus. Hätte ich zumindest... Open Net nicht gemacht. Passt. Alles gut. Machen irgendwie häufig Leute hier in Champion 1. Nice. Oh, ich habe den titanweißen T-Rex drin. Aber dann, ich werde nächste Woche wahrscheinlich ein Turniervideo hochladen, wo ich mit dem Battle Bus spiele. Aber es wird ein erfolgreiches Turnier. Bin kaputt, aber ist egal, der Gegner hat keinen Boost. Ist ein guter Deal. Furchtbare Schlangenspieler Gegner. Also, war jetzt nur Glück, dass es nichts geworden. Die standen beide auf einen Haufen. Komplett sinnlos. Ich ramme den einmal weg. Dann hau ich mal einfach nach vorne. Gefährlich. Und der macht... Ja. Also, ich weiß nicht, wer es von den Gegnern ist, aber einer von denen ist so richtig dumm am Double-Committen. So richtig Gehirn aus im Spiel. Bewusst, ich fake nur die Gefahr. Ich muss aufhören, so aggressiv auf Zerstörung zu gehen, wenn ich nicht Boost und Momentum dafür habe und wenn es nicht der Moment ist. Der ist unangenehm für den Gegner. Hat er das richtig gut gemacht. Schade, ich dachte, ich hätte eine Millisekunde mehr Zeit. Ja, let's go! Läuft. Es ist gut, dass ich ein Teammate habe, auf den ich mich verlassen kann. Ja, gut, das ist ein bisschen unlucky gewesen für die Gegner. Oder, wenn man will, lucky, weil der überhaupt noch in die Richtung der Chance gegangen ist, aber... Oh, ich bin zu früh gesprungen. Okay, lucky ist die Gegner nicht machen. Weil mein Timing war nicht richtig, mein Sprung. Okay, haben wir gewonnen. Ähnlich wie gerade das erste Game mit dem Auto-Gewinn. Und das zweite dann wahrscheinlich finde ich jetzt raus. Aber das erste ist gewonnen. Der Gegner hat mich outplayed, aber hat mich leicht in den Ball reingedrängt, deswegen habe ich den gehalten. Also, mehr Glück als Verstand. Das war auch eher Glück als Verstand. Wir hätten jetzt zweimal mehr Glück als Verstand. Dreimal mehr Glück als Verstand. Die haben nicht predicted, dass ich einen Wave Dash haben könnte. Nur die haben viel zu locker verteidigt. Der hat noch einen kleinen Schwenker zum Boost gemacht. Nehme ich trotzdem. Gegner hätten schon 2-0 führen müssen jetzt. Die hatten eigentlich zwei gute Chancen. Ärgerlich. Ärgerlich, dass so billige Schüsse reingehen. Der ist weg. Nice. Endlich mal wieder eine Zerstörung, die Sinn gemacht hat. Und die funktioniert. Die war zwar viel zu wild, aber hat geklappt. Weil wenn der Gegner ausweicht, haben die einen Konter. Weil ich bin dann bei denen im Tor irgendwo. Ist viel zu viel Risiko gewesen. Aber hat jetzt geklappt. Deswegen wichtig, ist es wichtig, dass ich mir im Kopf behalte, dass das eigentlich eine dumme Aktion war. Gegner haben aufgegeben. Ne, haben sie nicht. Einer ist einfach rausgegangen. Was ist denn los? Das passiert halt, wenn ein Spiel zu 30% aus Smurfs und zu, keine Ahnung, ich denke mir jetzt eine Zahl aus, und zu 10% aus geboosteten Spielern besteht. Die 30% Smurf-Zahl stimmt ja übrigens. Und ich würde auch ehrlich gesagt sagen, dass mit 10% geboostete Spieler ist auch nicht unrealistisch, ehrlich gesagt. Gibt schon sehr, sehr, sehr viele geboostete Spieler. Ich meine, achtet einfach mal drauf, wie viele Leute ihr seht, die einen Grand-Champ-Rang haben, die aber absolut furchtbar sind.
Ja, gibt er jetzt auf? Genau. Mein Schuss klärt natürlich wie Manuel Neuer Prime. Und wenn mein Teammate schießt... Ja, wenn mein Teammate schießt, macht er das. Wieso gibt der Gegner eigentlich nicht auf? Er hat keine Chance, das zu gewinnen. Ich wechsle mal die Seiten. Ich bin jetzt kurz Team Orange. Ich will noch, dass er auch ein Tor macht. No, Team Orange, ich bin auf deiner Seite. Nein, nein, bring doch Richtung Tor. Warum dribbelst du nicht Richtung Tor? Hast du die Mitte? Na, okay, sorry. Sorry, Team Orange, ich hab's versucht. Dankeschön. Liga 3. Sehr gut. Aber ja, kostenlose Gegenstände. Nehmt ihr euch doch mit, wenn ihr wollt. Und wenn nicht, dann lasst es bleiben. Mir doch egal. Aber dann sehen wir uns dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Falls ihr neu seid, lasst doch mal ein Abo da. Bis dahin und ciao.